Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Guardians of the Galaxy. Ich hoffe, der ist nicht allzu kurz. Ich weiß nicht, welcher von beiden mich mehr irritiert. Ich finde sie eher überheblich als irritierend. Halt ihn, Mickey! So, wir haben uns Sorgen gemacht. Halt ihn durch, Mickey! Wir halten ihn von dir fern! Führt meinen Turm! Gamora, zeig's ihm! Keiner wird kommen sehen! Bomben! Wenn wir das hinkriegen, werden wir berühmt! Ich hab gelogen! Ist immer besser als berühmt! Ich hab gelogen! Dieser ganze Glaube muss irgendwann aus ihm rauskommen! Er glaubt immer noch, er hätte das sagen! Tu ihn weh, Gamora! Bis auf die Knochen! Der Magus hat dich belogen. Er hat alle belogen. Ja. Hat uns alle benutzt. Mein Glaube wird mich schützen. Oh. Treib sie zusammen. Oh. Fast. Kein Fest. Fein. Messer ist besser. Okay. Seelensaugen! Schluss damit! Wir müssen mehr Glauben hat dich benutzt. Mein Glaube beschützt mich! Verderbtheit! Verhindern! Betreut! Gamora, aufschlitzen! Spürst du das? Ergebt euch! Der Glaube bewahre euch! Großer Einiger, bitte! Na, ich glaub ja nicht. Mein Glaube wird nicht schützen! Besser als eine Tasse Kaffee? Der Kerl frisst die Munition einfach! Lass sie weg, Rocket! Mach sie fertig, vorübergehender Rückschlag! Ich werde ihre Knochen brechen! Sie dürfen dich nicht töten! Ich werde nicht wanken! Licht aus, Opa! Okay. Das ging schnell. Nein! Oh Gott! Ja. Nein! Nein! Bitte nicht! Nicht so kurz vor dem Ziel. Welchem Ziel? Bitte. Es hat dich angelogen. Und mich auch. Sieh's dir an. Sieh richtig hin. Mein Kind. Es ist getan. Du hast ihn zurückgeholt. Tja, er ist mit der Lüge gestorben. Naja. Okay.
Bringt vor euch euren wohlwollenden Wächter der Galaxie. Hey, das ist schon unser Name. Es ist geschafft. Okay, okay, es sei dir gegönnt. Alter. Sollen wir unsere jubelnden Fans warten? Okay. Happy End, würde ich sagen. Heißt das, wir haben echt gewonnen? Haben wir verflaggt. Wir sollten die Galaxie öfter retten. Ich bin dabei. Und nächstes Mal werde ich sie nicht vorher beinahe zerstören. Versprochen. Du versprichst gar nichts mehr. Diesen Moment haben wir uns verdient, Leute. Jetzt lasst ihn uns auch genießen. Muss ich das wirklich hier anknüpfen an den letzten Part? Da bist du Cosmo. Ja, du alter Kläffer. Wir müssen noch so einige Hundeberichte besprechen. Fall ist geschlossen. Nicht nur die. Wächter von Galaxien sind Namen gerecht geworden. Sie hatten Hilfe. Was ist das denn? Wer sind denn diese ganzen kleinen Racker? Falls Wächter suchen mehr Arbeit, Cosmo immer kämpft gegen Probleme. Ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist ein schöner Spaziergang. Okay. Uhu. Ernsthaft? Wirklich? Okay. Ich wusste nicht, dass das nur so kurz ist. Oh, gut Lady Hellbender. Zerstörer. Und deine zarten Freunde auch. Die Lady zeigt mich zart. Und wer ist dieses hübsche kleine Sahnestück in seiner güldenen Verpackung? eklig. Ich, Lady Hellbender, wir bedauern den Tod so vieler großer Ungeheuer, doch wir ehren ihr Opfer. Sie sind beim Schutz des Rudels gefallen. Das ist ehrenhaft. Gehst du zurück nach Sacknarf 9? Zunächst müssen wir ein würdiges Zuhause für Fum bauen. Sonst verschlingt er jede Kreatur auf meiner Welt. Falls er wieder abhaut, einfach anrufen. Dann reden wir über die Gage. Okay. Diesmal töten wir ihn nicht, versprochen. Na, was kommt noch alles? Das war so klar. Wie berechnet war der goldene Gott der Schlüssel zur Zerschlagung der universellen Kirche der Wahrheit. Korrekte Conclusio. Wie wär's mit einem kleinen Bonus, weil wir euch vor dem größten Fehler eures kollektiven Lebens bewahrt haben? Zweimal. Eure zusätzliche Analyse der Daten ermöglichte die Anpassung bestimmter Computer. Oh, man spürt förmlich, wie sich der World Hintern verkrampft. Na dann. Lass uns mal beeilen. Vielleicht kriege ich das an den anderen Partner noch angeklatscht. Milano. Oder? Ja. Fast. Was willst du, Wildfang? Ich garstiges Gespucke. Verfluchtes Fusselvieh. Okay. Wähne vor dir einen weiteren Wächter der Galaxie. Er hat genau das getan, was die anderen auch alle wollten. Was sagt er? Er will dir dein Zimmer zeigen. Wir haben gar kein freies Zimmer, du Holzklotz. Was? Nein. Flag, nein. Hey, Groot, du gibst dir deins.
In meinem habe ich lauter wichtigen Kram. Schön, dass es dieses Ende nimmt und keins der traurigen. Wie viele Traurige gab es denn? Oh, so einige? Glaube ich gern. Geh voran, Freund. Nein, nach dir. Nicht nötig, ich insistiere. Nein, ich insistiere. Bursche, bitte. Diese fruchtlose Freundlichkeit verlangsamt unser Fortkommen. Und genau deswegen sollst du vorgehen. Wohlan, ich durchwandle die verstörende Vorhalle. Ah ja. Na dann. Ich muss das doch an den anderen Part ranklatschen, oder wie? Ja, ich muss das an den anderen Part ranklatschen. Naja. Also. Passiert. Was jetzt? Keine Ahnung, aber ich bin zu vielen Schandtaten bereit. Nicht für alle? Knacken wir irgendeine Bank? Wir sind pleite. Hey, ich raube doch keine Bank aus. Das ist illegal. Und? Ein Riesenspaß. Du verdirbst das arme Kind. Definitiv. Entspann dich, Drax. Es war nur ein Vorschlag. Aber ein potenziell sehr lukrativer Vorschlag. Alles okay, Goldjunge? Mittelmäßige Magenverstimmung. Kein kritischer Kummer. Okay. Falls es ernst wird, hätten wir da hinten auch ein Klo. Okay. Also, Mantis, das Universum ist wieder sicher. Was machst du jetzt? Ich weiß noch nicht. Ich gehe wohl zurück nach Lamentis. Wobei, die Erde soll um diese Jahreszeit auch sehr schön sein. Oder ich sehe mir mal Contraxia an. Da gibt es Glücksspiel. Sollten wir Contraxia nicht ein bisschen Zeit geben, um sich wieder zu rekonvertieren? Es ist sowieso kein Ort für ein Kind. Hey Mann, ganz im Ernst. Du siehst echt gar nicht gut aus. Ich hab die Grundausbildung. Wir haben keinen Erste-Hilfe-Kasten. So ein Quatsch. Natürlich haben wir einen Erste-Hilfe-Kasten. Panzerband zählt nicht. Vielleicht helfen ja Cola und Salzstangen. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich fühle mich einfach wundervoll. Hey. Ach nö. Ach nö. Was ist denn? Wow. Was zum Flak? Na toll, ich dachte, es ist schon beendet. Wegen Credits und so. Also muss ich es doch nicht hier dranhängen. Ah ja, das ist jetzt die, in der der goldene Gott von den Bösen verschlungen wird und versucht, die Galaxie zu vernichten. Und das wohl auch erfolgreich. Wieso kann ich das Käfermädchen in meinem Kopf spüren? Ich bin in all euren Köpfen. So kann der Magus euren Wahnsinnsplan nicht mithören. Und der wäre? Oh nein, besser, wenn das von euch kommt. Ich und er dabei. Schicksal, damit sind wir drei. Und wir sterben dann alle. Meine finale Form. Die neue Norm. Der Stein. Als das Ding damals meine Mom und mich angegriffen hat, hatte es Angst vor dem Stein. Ja, ich habe die Angst vor dem Stein auch gespürt. Oh, ja. Der Stein ist ein Gefängnis. Und der große Böse weiß das. Okay, also müssen wir ihn nur näher ranlocken und dann schmeißen wir einen Zauberstein nach ihm? Ganz genau. Nicht mehr Diebe als Sand im Getriebe. Huhu. Was kommt nun auf euch zu? Mantis? Ah, ja. Wie locken wir das Riesenbaby hierher? Ich gebiet euch allen, auf die Knie zu fallen. Tut das, was ihr am besten könnt, Wächter. Nein, nicht freundlich grüßen. Ich schätze eher, wir sollten ihn auf die Palme bringen. Und wer schafft das sogar bei Göttern? Na, wir. Na los, kniet und huldigt eurem Gott. Nee. Denn wer schaut wohl weiter?
Bravo! Bravo! Du applaudierst ihm? Das Klatschen ist ironisch gemeint. Und weiß er das auch? Ja! Applaudiert eurem Gott! Ja. Du bietest nichts als Lügen und falsche Versprechungen. Du bist der Schlimmste von allen! Warum wird dann geklatscht? Tja. Nimm dich auf die Rolle, du Idiot! Ihr tut was? Ja. Ihr sollt knien! Oh, Fla! Soll das ein Witz sein? Zurück! Ich mach das! Niki, nein! Geh da weg! Vertraut mir! Ja! Ja! Richtig! Das ist der Weg! Alle zu Niki! Sofort! Ihr habt die Käferlänge gehört! Bewegung! Ich kann mich nicht bewegen. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Es tut mir leid, ich kann mich wirklich nicht bewegen. Ich wollte zu euch, aber... Ich bin an einem Pixel hängen geblieben oder so. Okay, dann reicht das ja doch noch für ein Part. Ich habe nichts gesagt. Außer, dass das Spiel mich veräppeln will. Ihr tut was? Ihr sollt knien! Oh, Fla! Soll das ein Witz sein? Zurück! Ich mach das! Niki, nein! Geh da weg! Vertraut mir! Ja, okay! Das ist ja, jetzt geht's! Alle zu Niki! Sofort! Ihr habt ein alle da zusammen! Wie zum Flackern sie! Naja, sehr die Magie, ne? Seht ihr? Ich hab doch gesagt, ich mach das! Okay, das war der Hammer! Wie hast du... Keine Ahnung! Ich kann's einfach! So weit zum Mondwächter! Aber ihr seid noch nicht auf dem Rücken drauf! Fliegen im Balsam der Zeit! Ich habe es so satt! Hey, mehr von diesen, Dingern! Kakerlaken gibt's immer neue! Noch mehr jämmerliche Kreaturen! Du klingst ein bisschen zu begeistert davon! Du benötigst dich kein Gegner! Hat im Moment sonst noch jemand irgendwie Mitleid mit Warlock? Nein, überhaupt nicht! Gar nicht! Was erschnetzelt macht ihr den Bauch? Pessimismus. Will macht das bis jetzt ganz gut. Na, klasse. Groot sagt, da kommt noch mehr Käfer. Hat sich direkt in mein Schwert geschlängelt. Okay. Sind überall. Achtung! Ja. Vermeidet die Sprenger. Ja. Neben dem, dass wir noch nicht gewonnen haben. Also ernsthaft. Warum kann Quill nicht so cooles Energiezeug wie die? Tja. Welch dummdreister Mut. Warum geht ihr nicht auf? Der Stein. Ihr müsst den Stein benutzen. Er ist noch zu weit weg. Sieht aus, als würde er absichtlich zurückbleiben. Worauf wartest du, Quill? Sag was, um ihn aufzustacheln. Ja, erzürne ihn mit deinen gedankenlos gewählten Worten. Oh, danke. Heimgesuchte Krücken wie mickrige Mücken. Maus, Laus, Lapskaus, du kannst rein, wir haben es kapiert. Im Ernst, wie hast du es bloß geschafft, noch nervtötender zu werden? Graus, Schmaus, Eidertaus. Saus und Braus. Langsam geht ihr mir auf die Nerven. Können wir echt gut! Rathaus, Hochhaus, Schneckenhaus! Das ergibt nicht mal einen Sinn! Du legst Wert auf Sinn? Seit wir dich kennen, kam aus dir nur ein Riesenhaufen Wortkotze! Und jetzt muss ich auch noch alles reimen? Unbedeutend und undankbar! Okay, ich bin sicher, er ist aus der Spur.
macht das Planetending! Niki, bist du bereit, uns nochmal den Hintern zu retten? Sei einfach vorsichtig! Hey, ich bin jetzt die mit den coolen Kräften. Vergesst! Die Kleine wächst mir richtig ans Herz, Quill. Alle zu der... Okay. Ich hab's nicht genug, also dann jetzt. Schlag ich lieber euch, Leute. Das reicht definitiv für den Part. Gut gemacht, Kind. Okay, ich bin sicher, wir gehen ihm auf den Geist. Wir müssen nur noch etwas durchhalten. Und ich hab echt gedacht, das andere Ende wäre das Ende. Ja, wow. Hoffentlich seid ihr alle bereit für neue Riesenkäfer. Aber mir gefällt nicht, dass die Leute das wohl für mein größtes Talent halten. Ich hab doch andere Qualität. Ich mir das rein? Oder ist der langsam genervt? Das ist immer noch zu weit weg. Aber ich glaube, deine Funktaktik zeigt Landung, wie man will. Pack deine Schlafbombe da und reiß sie auseinander! Take it! Wir sind nicht so gemein zu den bösen Götterwegen. Ich halte Schritt. Schlag die Tochter in den Gewohnen! Wenn wir alles verhindert werden, können wir damit diese dumme Wette gewinnen. Wichtig ist nur, dass ihr das Chaos am Ende wieder beseitigen wolltet. Du schuldest mir was, Quill. Leute, Gruppe bilden! Ja. Er sagt, wir sind komplett unterlegen. Wir müssen uns zurückziehen. Und so ungern ich es zugebe, Groot hat nicht Unrecht. Die Chancen stehen leider nicht gut für uns, Quill. Die Chancen sind mir egal. Ich lache Göttern ins Gesicht. Wir sind hier und wir sind kampfbereit. Und jetzt gehen wir wieder raus und erleuchten die Nacht mit diesen Typen. Wer ist dabei? Ja! So läuft's immer am besten. Ich bin Groot! Danke, Groot! Ich hab doch gerade... Wir sind uns ziemlich sicher, dass das mit dem Stein funktionieren wird, richtig? Ja, völlig sicher! Der Stein ist ein Gefängnis! Hackfleisch, Gamora! Aber mir gefällt nicht, dass die Leute das Wunsch mein größtes Talent hat. Ich hab noch andere Qualitäten. Zerlegt! Was hast du gesagt, diese Dinger sind? Oh Mann, du hast das Ding voll durchgeschnitten. Groot, zeig deine Worte! Zerhack sie! Ah ja, der letzte war für mich. Früher oder später wird jeder vor mir fallen. Die gesamte Galaxie wird fallen. Leute, der Stein ist seltsam. Es ist soweit, Wächter. Hol ihn her, Quill. Nur so kriegst du freies Schussfeld. Ah ja. Unterwerft euch mir. Ich sagte, unterwerft euch. Es wird Zeit, dass du was in deinen übergroßen Schädel reinkriegst. Wir beugen uns niemandem. Jetzt mal im Ernst. Kennst du uns überhaupt? Genau. Wir sind die Wächter der Galaxie. Wir haben Visitenkarten. Und wir würden lieber sterben, als uns dir zu unterwerfen. Ihr wagt es, einem Gott zu trotzen? Ja. Habt ihr denn keine Vorstellung von... Ach, sei still! Was hast du gesagt? Dass du eine Katastrophe bist. Bäh, euer Hohn verhöhnt meine... Verspottet meine... Ich war unsicher. Der Stein! Ihr müsst den Stein benutzen!
Verdammt, zu früh. Beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Glaube ich. Na los. Mach hin. Oh. Okay. Peter Quill! Fuck! Der Stein wird dich rösten, Quill! Genau wie beim ersten Mal! Mach, dass du verschwindest! Der Stein wird die Beine verschlingen! Jetzt ist nicht die Zeit, um irgendwas wieder gut zu machen, du Hohlkopf! Lass einfach los! Ich war der Trottel, der diesen Geist befreit hat! Und ich schicke ihn zurück in deine Flasche! Okay. Er lebt noch. Ich bin gut. Er wird doch wieder. Oder, Mantis? Die Hauptsache ist, er hat es geschafft. Ihr habt es alle geschafft. So ein Opfer hätte er nicht bringen sollen. Ach, Groot. Hey, ja, er ist wieder da! Sind wir bezahlt worden? Noch nicht, Kumpel. Heißt das, dass es vorbei ist? Also vorbei, der Magus vorbei? Ist geschlagen, vorläufig. Das unersättlichste Wesen der Galaxie ist wieder ein Gefangener des Seelensteins. Oh, der Seelenstein. Wir entscheiden, was wir jetzt damit tun sollen. Zerstören. Das sind beides idiotische Vorschläge. Ich bin Groot. Er schlägt vor, wir sollten beide Varianten kombinieren. Der Stein ist weder Bombe noch Bonbon. Und auch nicht eure Bürde. Wow, wow, wow. Er hat gerade versucht, uns zu töten und die Galaxie zu fressen. Ihr könnt diese kumulierte Kraft nicht kontrollieren. Ich kreierte sie. Bisschen und schon. Bin ihr Kurator. Niemand kann das. Mantis, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Galaxie dabei draufgeht, wenn wir den Stein behalten? Sehr hoch. Und wenn wir ihn Goldlöckchen übergeben? Dann nicht so hoch. Wahr sprach der Wildfang. Die Kraft könnte sich selbst einst schicken, meine geschundene Seele zu Scherben zu schlagen. Doch mir folgen Freunde. Nur mal so zur Sicherheit. Wie hoch wäre denn die Chance, dass die Galaxie draufgeht, wenn wir den Brocken irgendwo verkaufen? Astronomisch hoch. Wenn wir sicherstellen wollen, dass der Magus nicht wieder auftaucht, dann sollten wir gemeinsam dafür sorgen. Okay. Bei dem kleinsten Anzeichen einer Magenverstimmung solltest du euren Beistand erbitten. Wirkt ihr auch wirr und wundersam, fürchte ich, ich fand in euch Freunde. Ah ja. Na dann. Und vergebt mir den Versuch, die Welt und euch zu verspeisen. Ich war wahrscheinlich vorübergehend verblendet. Ja, und Entschuldigung für das Rumgezicke und die Spitznamen. Wenn es einem Mann sich zu zäumen geziemt, kann nur er selbst sich Schöffe sein, Unschiedsmann in seiner stärksten Stunde. Redet der immer so komisches Zeug? Ja, sagen irgendwie schon. Sagen wollte ich damit nur, ja,
Tschüss. Alles cool. Bye. Naja, also... mich musst du hier nicht überzeugen. Oh nein, bestimmt nicht. Oh, bestimmt doch. Und? Ugh. Ekelhaft. Aber er hat dich angespuckt. Okay, jetzt bin ich auch überzeugt. Okay, ich auch. Aber er hat dich gespuckt. Ah, jetzt ist vorbei. Na dann. Und es hat sogar gereicht. Für den Part. War schon eine coole Geschichte, ne? Wann kommt der nächste Teil? Mal schauen. Ich meine, es gibt noch so viel herauszufinden, ne? Zum Beispiel wer... Also, nein, das ist ja eine Kriegsweise. Aber es könnten ja doch noch irgendwie... ne? Und Thanos. Existiert hier vielleicht auch noch. Nee. Naja. Ich klinke mich vorerst aus, okay? Wirklich, ich schlaf gern auf der Couch. Die Couch ist schmutzig. Der Nager hat sich schon drauf erleichtert.
Sie kann in Gamoras Zimmer schlafen. Geht's noch? Ach komm schon. Du bist ein Mädchen, sie ist ein Mädchen. Ihr könnt mit Puppen spielen. Oh, was stimmt nicht okay. mit dir? Tja, mein Zimmer kriegt sie jedenfalls nicht. Punkt aus. Ah ja. Ja, also dann musst du dir wohl ein eigenes Zimmer bauen und ein Badezimmer vielleicht und alle überzeugen, dass ein neues Teammitglied eine gute Sache ist. Ah ja. Ein 12-jähriges Teammitglied, für das du vielleicht ein paar Aufgaben übernehmen musst. Ein paar Elternaufgaben und so. Ja. Ich meine, komm schon, Mann. Du hast gerade die Galaxie gerettet. Zweimal. Ja. Also, offensichtlich wäre so eine Rolle definitiv, wahrscheinlich, vermutlich, gar nichts für dich. Das wird ein Spaziergang. Komm schon. Wer es mit Raker und dem Magus aufnehmen kann, der wird doch wohl auch ein 12-jähriges Mädchen handeln können. Ja, ein kleiner Ratschlag hier, ein paar Hausaufgaben da, hin und wieder mal frisches Gemüse. Wo zum Flak sollst du Gemüse hernehmen? Ich schätze, Groot könnte Gemüse anbauen. Ja, das klingt vernünftig. Dann könnte ich ihn sicher bitten. Und wenn alle bereit wären, dafür ein paar kleine, vernünftige Opfer zu bringen, dann... Du weißt doch, wie sie alle sind. Ja, sie sind definitiv... Doch, sie haben auch gute Eigenschaften. Ich meine, Drax ist furchtlos und er war auch schon dead. Groot ist fürsorglich und beschützerhaft. Rocket zeigt ihr, wo man reinkriechen kann. Und Gamora... Gamora, sie kennt Ehre und Disziplin und... Und Mädchenkram. Ja, und auch wenn du nicht alles mitbringst, was nötig ist, egal, du bist nicht allein, Mann. Und weißt du was? Niki gehört jetzt dazu. Oh, der Untertitel. Sie ist ein Teil der Familie. Und Familien kriegen alles hin, egal was auch passiert. Auch wenn sie unterwegs immer mal wieder improvisieren müssen. Der Untertitel. Du bist Vater. Zwinker nicht. Peter Quill. Ja. Wir haben beschlossen, das Kind kriegt dein Zimmer. Du bekommst die Couch. Es war einstimmig. Warte, was? Tja. Okay, das klären wir noch. Wie sieht's mit den Koordinaten aus? Alles bereit. Sag einfach an. Wo wollen wir nochmal hin? Neue Visitenkarten machen lassen. Na dann. Herzlichen Glückstrumpf. Oh, jetzt kommen die... richtigen Credits. Ich habe mich schon gewundert. Gut, dass wir das geklärt haben. Ich verabschiede mich trotzdem schon mal. Wir sehen uns auch hoffentlich bei jedem anderen Let's Play wieder, was auch immer ich mache. Bis dann. Bye.
life. Better look in front, better look behind you. One of these days, we're gonna find you. We're here, ready to fight. We're gonna light up the night. Gonna give you all you can take. We're gonna make your whole world shake. We're here, ready to roll. We're just about to lose control. Coming at you with all we got.
Okay. Na dann. Ah ja, okay, gut dann. Noch ein paar Infos, ha? Ah ja. Aha. Aha. Natürlich. Und danke für alle, die sich die Credits ein bisschen durchgeschaut haben, ohne Musik, weil ich denke mal, das liegt am Streaming-Modus. Naja, da haben wir einiges geschafft. Würde ich mal sagen, aber das war's tatsächlich jetzt wirklich mit Guardians of the Galaxy. Ja, ich will zum Hauptmenü zurück. Dankeschön, weil bevor PlayStation und so, ne? Die bändet gern mal Parts, wenn die 60 Minuten voll sind. Und das ist so langsam, aber sicher. Gebe auf die 60 Minuten zu, würde ich sagen. Na, lädst du auch schön. Gut, aber trotzdem, ja. Wir sehen uns trotzdem hoffentlich beim nächsten Mal bei irgendwas wieder. Vielleicht sogar beim zweiten Teil, je nachdem, ob einer kommt. Keine Ahnung. Es gibt neues Spiel Plus. Cool. Naja, wir sehen uns wieder. Bis dann. Bye.